Sylvie Mais, zwei gescheiterte Ehen Co. Das Liebesleben der Moderatorin. Im Liebesleben von Sylvie Mais gab es schon viele Höhen und Tiefen. Anfang 2024 gab sie die Trennung von Wim Beelen bekannt. Wie turbulent das Liebesleben von Sylvie bisher wirklich war, erfährst du bei uns. Denn okmark.de blickt einmal auf die Verflossenen der hübschen Blondine zurück. Sylvie Mais, großes Liebe mit Raphael van der Vaart, für 8 Jahre. Sylvie Mais ist im deutschen Fernsehen ein bekanntes Gesicht. Egal ob bei Let's Dance oder beim Supertalent. Die Blondine begeisterte schon oft das Publikum. Bereits mit zarten 20 Jahren hatte Sylvie den großen Traum. Sie wollte ins Fernsehen, am liebsten zum Musiksender MTV. Beim Kindersender Fox News erhielt sie schließlich ihren ersten Job als Moderatorin. Kurz danach konnte sie sich über eine Rolle in der Jugendserie Costa und die Wahl zur Sexiest Woman der Niederlande freuen. Im Fernsehen wurde sie von allerhand Frauen und Männern bewundert, unter ihnen Fußballprofi Raphael van der Vaart. Er wollte die blonde Schönheit im Jahr 2003 unbedingt kennenlernen. Sylvie zweifelte zunächst, schließlich war sie 5 Jahre älter als Raphael, doch sie sagte einem Treffen schließlich zu. Die richtige Entscheidung, wie sich schnell herausstellte, denn der Pfeil Amors hat die niederländische Beauty alsbald getroffen. Die beiden wurden schnell ein Paar und Sylvie gab ihre Karriere in den Niederlanden sogar für ihren Liebsten auf. Und folgte ihm nach Deutschland aufgrund seines Vertrages beim Hamburger SV. 2005 folgte dann die märchenhafte Hochzeit in Weiß und ihr Sohn Damian. Der 2006 das Licht der Welt erblickte, machte ihre Liebesgeschichte perfekt. Perfekt war sie aber leider nur bis zum Jahr 2013, denn dann ließen sich die beiden Promis scheiden. Guillaume Zarker, Bart Willemsen Co. Ihre Beziehungen waren von kurzer Dauer. Nach der gescheiterten Ehe mit Raphael van der Vaart hatte Sylvie Mais leider viele Jahre nur kurzes Glück in der Liebe. Im selben Jahr der Trennung von dem Fußballstar lernte sie im Sommer den französischen Unternehmer Guillaume Zarker kennen. Gegenüber der Bild sagte Mais damals, wir haben herrliche Stunden verbracht. Doch dauerhaft sollte es bei den beiden nicht klappen, so trennten die Moderatorin und der Unternehmer sich bereits nach 4 Monaten. Im Herbst 2014 war die Brustkrebsüberlebende mit dem US-Unternehmer Samuel Deutsch liiert. Laut InTouch sollen sich die beiden in der Warteschlange eines New Yorker Starbucks-Cafés kennengelernt haben. Richtig gefunkt hat es dann zwischen Mais und Deutsch während der New Yorker Fashion Week im September. Das Glück hielt jedoch nur kurz, denn zum Jahreswechsel gingen sie wieder getrennte Wege. Im darauffolgenden Jahr folgte eine kurze Liaison mit dem Schweizer Clubbesitzer Maurice Momo Mobetti. Leider war jene nur von kurzer Dauer, denn Maurice und Sylvie waren lediglich von Mai bis August ein Paar. 2 Jahre später fand das einstige Supertalent-Gesicht die Liebe in dem libanesischen Unternehmer Chabel Aouat. Im April 2017 überraschte jener Sylvie Mais sogar mit einem romantischen Antrag. Natürlich war ihre Antwort ja. Das Märchen ging aber leider 6 Monate später zu Ende, denn die beiden stellen fest, doch nicht die richtigen Partner füreinander zu sein. In einem offiziellen Statement sagte die Moderatorin damals, so sehr sie es sich gewünscht haben, lassen sich ihre Lebensmittelpunkte nicht so vereinbaren, wie es ein gemeinsames Leben erfordern würde.
2018 sah man Silvi meist dann mit dem spanischen Restaurantbesitzer und Unternehmer Manuel Campos Gualar an diversen Jet-Set-Orten rund um den Globus turteln. Doch auch mit ihm wurde das Model nicht auf Dauer glücklich. Wenige Monate später im selben Jahr lernte die einstige Let's Dance Beauty den niederländischen Filmproduzenten Bart Willemsen bei den Dreharbeiten zum Film Misfit kennen. Die Trennung folgte leider bereits im April 2019. Silvi Mais, Trennung von Ehemann Niklas Castello. Im Juni 2019 passierte dann ganz überraschend auf der Hochzeit von Model Barbara Meyer etwas Magisches. Silvi Mais lernte ihren da noch zukünftigen Ehemann Niklas Castello kennen und lieben. Um den Künstler und die einstige RTL-Moderatorin war es sofort geschehen. Nur 4 Wochen nach dem schicksalshaften Aufeinandertreffen fuhren die beiden schon in den Liebesurlaub. Im Oktober folgte dann der Antrag, den Silvi freudestrahlend annahm. Geheiratet wurde im September 2020 in Florenz, nachdem die große Traumhochzeit aufgrund der Corona-Pandemie wenige Monate nach hinten verlegt worden musste. Als glückliches Ehepaar starteten der Künstler und die Moderatorin in ein gemeinsames Leben. Dieses währte allerdings nur 2,5 Jahre, denn Ende Februar 2023 verkündete Mais, dass sie und ihr noch Ehemann getrennte Wege gehen. Gegenüber der Bild sagte sie: "Schweren Herzens teilen wir mit, dass wir gemeinsam entschieden haben, uns zu trennen. Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind." Silvi Mais, ihr neuer Freund Wim Beelen, Trennung nach wenigen Monaten. Im Herbst 2023 gab es dann erstmals Gerüchte um eine neue Liebe von Silvi Mais. Nachdem diese von Fotografen mit dem niederländischen Unternehmer und Millionär Wim Beelen gesichtet worden war. Die Moderatorin ließ die Liebesgerüchte lange unkommentiert, bis sie sich im Oktober 2023 dann auf einem Event in Berlin erstmals mit ihrem neuen Freund in der Öffentlichkeit zeigte. Zusammen mit Wim Beelen erschien sie auf dem roten Teppich und posierte verliebt für die Fotografen. Der Blick durch die rosarote Brille hielt jedoch nicht lange an. Bereits im Januar 2024 gingen Silvi Mais und Wim Beelen wieder getrennte Wege. Gegenüber dem niederländischen Medium RTL Boulevard soll der Unternehmer die Trennung bestätigt haben. "Das Leben, das sie führt, ist einfach nicht mein Leben." Am 16. Januar 2024 sollen die beiden sich zur Trennung entschieden haben. Sie wollen aber weiterhin befreundet bleiben. Silvi selbst äußerte sich gegenüber Bild lediglich knapp zu der Entscheidung: "Es ist schade, aber wir passen nicht zusammen."